Im ersten Moment waren alle extrem enttäuscht. Ich habe wirklich das Gefühl, dass der Abend uns etwas geholfen hat. Wir sind dann zusammen essen und haben ja, wirklich dann den Abend zusammen verbracht. Und es haben, viele Leute haben etwas gesagt. Es haben sich Leute bedankt, unsere Trainer zum Beispiel. Leute vom Verein waren noch dort. Und das hat schon relativ viel ja, geholfen. Auch, weil man hat wirklich gesehen, es sind alle so glücklich gewesen, zum ein Teil von diesem Team zu sein. Und wir haben wirklich etwas geschafft, wo wir stolz darauf sein können. Die Enttäuschung überwiegt sicher noch. Ich finde, wir haben dieses Jahr das beste Team gehabt. Wir haben schon in vielen Teams gespielt und ja, in vielen Gruppen gewesen. Und man sieht auch von anderen viele Sachen. Und ich finde wirklich, wir haben ein außerordentliches Team gehabt dieses Jahr. Wir haben meiner Meinung nach den besten Trainerstaff gehabt, den man sich kann wünschen kann. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Unihockey-Welt den besseren Trainerstaff hat als wir gehabt. Also wirklich von A bis Z. Und ja, darum ist es natürlich extrem schade, hat es mit dem allem nicht gelangt, weil ich wirklich die Voraussetzungen wären für uns perfekt gewesen. Schlussendlich war der Sieg nicht gestohlen. Ich finde, sie waren das bessere Team im Spiel. Sie waren ein Stück gefährlicher als wir. Ich finde einfach, wir haben es in den ersten zwei Drittel relativ gut gemacht, dass sie die Räume, die sie brauchen und sie gerne hätten, nicht haben. Oder nicht kriegen. Und im dritten Drittel haben wir das leider nicht so ganz geschafft. Und ja, meine, ihre erste Linie, es ist weltweit mit Abstand die beste Linie. Und wenn du den Gaupis und den Juelsson zu viel Platz gibst, auch wenn es nur ein paar Zentimeter sind, die nutzen das aus. Und ich finde, das ist uns im dritten Drittel nicht gelungen. Und gleichzeitig sind wir zu wenig gefährlich gewesen in der offensiven Zone. Und das hat schlussendlich dazu geführt, dass sie ja, die Goal gemacht haben und wir nicht und für ein Spiel verloren haben. Mein Ziel für mich war, das SM-Finale zu spielen. Und das Ziel ist wie noch nicht richtig befriedigt. Weil es ist gleich, wir müssen uns gewöhnt sein, das ganze Jahr ohne Zuschauer zu spielen. Und darum, sie haben es auch gut gemacht und alles, aber es ist wie nicht genau das, was man sich, ja, was man sich wünscht. Und darum ist für mich wie, okay, wir haben es nicht geschafft und die Enttäuschung ist riesig, aber es ist wie noch nicht das, also ich möchte wirklich das eigentlich nochmal spielen können, weil ein richtiger SM-Finale war sehr wirklich wenig. Ich bin vor zwei Jahren bin ich geschaut, zusammen mit dem Team. Und ja, man, das ist etwas anderes. Also in dieser riesen Arena mit so vielen Leuten. Und es ist halt schon komplett ein anderes Event. Und darum ist es für mich noch nicht, es ist noch nicht gewesen.